Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein eigenes Projekt, beziehungsweise das hier wird das Auftaktvideo sein über eine Videoserie, sage ich mal, zu meinem VW-Bus und der Geschichte dazu und was draus wird und wie er ist. Ja, ich habe wieder Fotos parat liegen. Das kam beim letzten Mal so gut an, deshalb machen wir das wieder so. Und da legen wir mal los mit einem Stapel Bilder. Diesmal sind es ein paar mehr. Ja, also man muss dazu sagen, den Bus habe ich eigentlich gekauft, weil ich auf einem Festival, wir fangen ja ganz vorne an. Eigentlich hat es damit angefangen, ich habe mir beim Schrott einen T3 Britsche-Bus gekauft für 700 Euro, weil ich dachte, ja, magst du was mit Motorrädern, da wäre es cool, wenn du so einen Britsche-Bus hast, wo Motorräder hinter drauf laden kannst. Dann habe ich, wie ich das eigentlich immer mache, erstmal Teile gesammelt. Willem, wo gehst du hin? Ja, egal. Dann habe ich Teile gesammelt, zum Beispiel Rialfelge habe ich dafür gesammelt. Dann stand das Ding halt ein bisschen rum so. Dann habe ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt und ja, dann haben meine Kumpels gemeint, hey, du musst auf andere Gedanken kommen, wir gehen aufs Nature One Festival. Du warst jetzt lang genug daheim gehockt und hast Trübsalblase, mach mal Party. Dann habe ich gesagt, ja, ich würde schon mitgehen, aber ich habe keinen Bock im Zelt zu schlafen. Und dann habe ich bei eBay Kleinanzeige eingegeben, VW Camper, habe mich aber verschrieben, sie ist dann VW Camper. Ich weiß nicht mehr, wie ich es falsch tippte, ich habe es auf jeden Fall falsch tippt und dann kam ein Auto, das falsch inseriert war. Und das war der supergeile T3 Kastenwagen, der geschissen billig drin war, weil falsch beschriftet und ich zufällig den Schreibfehler gemacht habe. Also das hat so sein sollen, dass ich das Ding kaufe. Dann sind wir da hingefahren, haben den geholt. Was habe ich zahlt? Ich glaube, der hat kostet 1700 Euro. Der hat vorher eine junge Frau gehört, die ist nach dem Studium damit in Europa rumtingelt. Hat ja auch eine geile Innenausstattung. Schönes Kuhfell. Und hinter war so ganz provisorisch, so ein Campingbett drin und so. Aber wie gesagt, fürs Festival hat es taugt. Dann haben wir das Geschoss heimgeholt. Nebendran sieht man den anderen T3. Den habe ich danach gleich verkauft. Aber ich hatte ja die Felge und alles. Ich glaube, das war eine Woche vor dem Festival. Ich hatte auch für die Britsche schon ein Fahrwerk. Wilhelm, was magst du? Du musst ruhig sein. Ja, ich hatte für die Britsche damals auch schon Fahrwerk besorgt und wie gesagt die Felge, das haben wir schnell reinbaut und das war quasi dann das Bild vom Nature One Festival, wie wir da einfahren abends. Wilhelm. Sauf nicht so viel, du musst wieder nur pinkeln. Also der Hund ist weg, wir fangen nochmal an. Nature One. Wie gesagt, das Fahrwerk schnell reingeschmissen. Vorne waren es sogar gepresste Federn, die hatte ich schon pressen lassen. Hinten sieht man noch, dass er etwas hoch steht. Das wurde dann erst später noch geändert. Ja, von dem Festival weiß ich außer dem Bild auch gar nicht mehr so viel. Da war dann ab da ungefähr ein Filmriss. Das ist ja aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall waren wir dann zurück vom Festival und dann habe ich mir den Bus erstmal genauer angeschaut und habe halt viel Rost entdeckt. Was heißt viel Rost für einen T3 ist eigentlich nett, aber halt ja, ich mache mal hier so einen Schnelldurchlauf, die typische Ecke, die ganze blöde Falze, Radkasten. Man muss halt eben, ja, um den Rost aus der Falze zu bringen, müsste man eigentlich den Bus komplett auf Null flexen und wieder zusammenschweißen. Ja, T3-Krankheit. Wer einen hat, wird es kennen. Hinter der Radkasten war durch, wurde neu eingesetzt. Dann ja, war eigentlich alles geschweißt. Hier mal so grob grundiert. Also lustigerweise, gerade aktuell sieht der Bus wieder so aus. 6 Jahre später. Wieder Falze verrostet, wieder grundiert. Aber darüber erfahrt ihr dann mehr im nächsten Video noch. Hier war dann fertig grundiert. Noch so Bilder. Und hier war er dann
fertig lackiert. Mein Kumpel Michael hat den damals lackiert. Ja, war gut, super Bus. Viel Spaß damit gehabt. Hier ist dann Zusammenbau. Hier war er dann quasi wieder weiß, wieder, naja, sah eigentlich fast aus wie auf dem Bild beim Festival, nur halt einmal neu weiß und kein Rost mehr. Hier ist noch ein Bild, das verdeutlicht vielleicht, wie effektiv die Tieferlegung tatsächlich ausgefallen ist. Weil jetzt, wenn man den Bus ohne Relation sieht, sieht er vielleicht nicht so tief aus, aber für einen T3 ist das schon eine gute Hausnummer. Noch ein Bild fertig. Ja, hier noch ein Bild aus alten Tagen, als ich noch kein Haus hatte oder wir noch kein Haus hatten. Und dafür noch mehr Autos. Hier sieht man Gabriel, sein geile 36, wo er bei mir war. Ja, dann kamen irgendwann Logos drauf, waren über die Jahre verschiedene. Und dann ging es eigentlich los, dass der Bus quasi benutzt wurde, weil, ja, wie gesagt, gekauft, um beim Festival als Zelt zu dienen. Eigentlich dann ohne gar kein weiterer Hintergedanke. Ist ja jetzt am Ende doch, wie die Britsche am Anfang, Motorradtransporter wurde. Nur halt, dass die halt innen drin stehen. Hier haben wir zum Beispiel die XS gekauft. Hier sieht man die XS zwischendrin, da war sie bei meinem Kumpel Marc bei der Elektrik. Und hier zum Beispiel XS fertig. Hier haben wir das gleiche Spiel nochmal mit der Boldor, hässlich blau-rot. Kennt ihr jetzt vielleicht schon. Teile, Boldor fertig. Und was ich auch oft damit mache, was mir meistens die Leute gar nicht glauben, weil man muss dazu sagen, es ist noch der Standard 1,7 Liter Saugdiesel mit sagenhaften 56 PS verbaut. Ich habe zwar schon TDI liege, aber bei mir scheitert es irgendwie ein bisschen am Getriebe. Weil man bringt der TDI relativ wenig, wenn er dann trotzdem nur 100 fährt. Und naja, Getriebe ist der Knackpunkt. Und ich sehe es auch nicht ein, in ein fahrendes Auto jetzt das Schweinegeld zu stecken. Was ich damit eigentlich sagen will, ich ziehe mit den 56 PS Hänger. Es geht erstaunlich gut. Hier Olympia-Kadett, E30, also... Jetzt einen Panzer würde ich nicht draufstellen, aber so kleinere Autos kann man schon mal damit transportieren. Ja, und dann geht's weiter. Dann habe ich irgendwann Lea kennengelernt, mit der bin ich mittlerweile auch verheiratet. Und die fand halt die Idee geil, dass man so ein bisschen auf Vanlife macht und mal in Urlaub fährt mit dem Bus. Und dann haben wir halt zusammen eine Campingausstattung gebaut. Das sieht man hier so einen Schnelldurchlauf. Also es ist nichts Weltbewegendes, aber es ist so gebaut, dass man es halt auch rausnehmen kann. Ich habe so Schiene im Boden, wo ich Spanngurte rein mache, Öse einschrauben kann, wo ich zum Motorrad verzurre oder wenn ich irgendwas halt baue. Und in die gleiche Schiene kann ich jetzt auch diese selber gebaute Campingausstattung verschrauben. Also es sind ein paar Schränke, Staumöglichkeiten, ein kleines Waschbecken, Wasserspeicher. Ja, das haben wir schön mit Kirschholz, so ein bisschen sägerau gemacht. Nee, ist gar kein Kirschholz, Birneholz. Birneholz. Ja, als Basis wurde so, ja, soll man sagen, das sind Schuhschränke eigentlich, die gehen gut eng zusammen vom Platz her, weil ein T3 ist nicht wirklich groß. Dann haben wir ja noch so eine Bettunterkonstruktion gebaut mit Latterrost, weil ich will immer gern bequem schlafen. Hier ist noch ein Kühlschrank drin, dann sind noch mehr Staumöglichkeiten. Dahinter kann man noch Sachen verstauen und hinter unterm Bett kann man Campingstühle und Tische und so weiter. Aber dazu wird es mal separat noch ein Video geben. Also allein, wir haben so im Kopf, so eine Roomtour zu machen, über die Campingausstattung und die Details zu erklären. Aber das wird noch so einen Monat dauern. Ja, hier sieht man nochmal so ein Bild im Bau. Hier war es dann schon ein bisschen fertiger. Sieht man hier das Waschbecken und alles schön. Ja, minimalistisch, aber funktioniert. Hier waren wir dann am Packen für den ersten Ausflug, da ging es nach Holland, nur mal so testhalber, ob alles einen guten Taug hat und alles funktioniert. Ja, dann haben wir noch einen Dachgepäckträger gekauft, auf dem ist ein Photovoltaikpanel, das hatten wir tatsächlich hier vom Haus übrig. Photovoltaikpanel drauf, Gleichrichter, Wechselrichter, Elektrik schlag mich tot, eine Markise ist an dem Dachgepäckträger dran und dann hat man eigentlich so einen vollwertigen Camper im Handumdrehen, also
Campingausstattung rein, verschraube, Bett rein und verschraube, Dachgepäckträger drauf, Elektrik anschließe, fertig. Und dann kann es losgehen. Ja, ist nochmal so ein schönes Bild hier bei uns aus der Stadt. Hier war der erste Urlaub. Da sieht man Lea, wie stolz sie war auf ihren VW-Bus. Da sind wir nach Holland gefahren. Und zwar ging es da eigentlich nur nach Holland, weil wir hier für das Haus einen Boden gekauft haben. Holzdielerboden. Da sieht man mich, wie ich ihn ausgesucht habe, weil das einfach in Holland um einiges billiger ist. Haben wir gedacht, wir machen Urlaub nach Holland, gehen da ein bisschen an den Strand und so weiter und gehen in den Großhandel und schauen uns die Bodendealer an. Haben wir gemacht, der Boden liegt hier überall. Hat sich rentiert. Ja, und dann ging es erstmal los, da sind wir nach, ein paar Monate später sind wir bis nach Montenegro gefahren. Hier sieht man zum Beispiel direkt am Meer, schön mit Markise ausgedreht. Hier nochmal das gleiche von einer anderen Perspektive, vielleicht viel schöner zu sehen. Ja, also das Gute an so einem T3 ist, man kann auf kleine und wirklich solche mini-kleine Campingplätze, wo du mit keinem Wohnwagen oder irgendwas draufkommen würdest, kannst du einfach mit dem, weil er halt winzig ist, drauffahren. Kannst bis in den kleinsten Weg ans Meer, also echt toll. Hier waren wir in Dubrovnik, da haben wir noch eine Hängematte. Ja, hier waren wir auch in Kroatien, da steht aus dem verlassenen Airfield eine DC-3. So ein bisschen ein Geheimtipp. Ich glaube, mittlerweile ist die ziemlich zerlegt. Da sieht man es auch nochmal. Hier auf dem Flügel, T3 daneben. Ja, und umso weiter man runterkommt, umso schöner wird es und umso weniger Massentourismus gibt es. Ja, also es wurde aus dem T3-Bus, der zuerst ein Festivalauto war und dann ein Werkstattbus, plötzlich ein schönes Reisemobil, mit dem man alle Ausflüge meistert. Ja gut, die Tieferlegung hat uns manchmal schon ein bisschen Kopfzerbrecher bereitet. Zum Beispiel jetzt hier auf dem nächsten Bild. Da waren wir auch in so einem ganz kleinen, urigen Campingplatz. Aber wenn man links im Bild sieht, da geht so ein steiler Betonhang hoch und da sind wir sogar nicht mehr hochgekommen. Da mussten uns die Nachbarn hochschieben helfen bzw. hochziehen. Aber naja, das gehört dazu. Abenteuer, man hat ja Zeit. Ja, hier noch so heimische Ausflüge. Das war Schwarzwald-Hochstraße. Noch viele Bilder am Meer, noch ein Bild am Meer, noch ein Bild am Meer. Und dann geht es hier weiter mit, naja, romantische Urlaubsliebe ist erstmal unterbrochen, Hausbau. Ja, hier sieht man zum Beispiel, da haben wir hier bei uns im Sägewerk Holzdieler geholt, um ja, den Tisch dahinter und die Fensterbänke und das ganze Holz, was hier im Haus verbaut ist, ist eigentlich zum größten Teil aus dem Wald geschlagen, der hier 5 Kilometer weg ist. Hier ist auch ein Sägewerk und da haben wir eben diese Eichendieler geholt. Ja, sieht man schön, Hänger beladen. Hier sieht man dann, was später draus wurde, fertig abgerichtet und gehobelt. Mit meinem Kumpel zusammen gemacht. Ja, dann haben wir zum Beispiel auch die Backsteine geholt, die hier überall an der Wand oder in der Küche. Das sind eigentlich Backsteinklinker. Haben wir uns verschätzt oder unterschätzt, dass das so viel Gewicht ist. Also anhalten hätte uns keiner dürfen, glaube ich. Zumindest hat es der Reifer gesagt, zu viel Gewicht. Lea hat gesagt, das stinkt doch was. Ich habe gesagt, das ist alles freigängig. Naja, war es halt nicht. Der Reifer war danach kaputt. So sind wir zu Hause angekommen. Ja, und jetzt zum Schluss stand der Bus noch hergehalten worden als, naja, oder hält noch immer her, bis vor kurzem als Gartenfahrzeug. Das war übrigens seine erste, also ein. Der Erstbesitzer von dem VW-Bus war eine Gärtnerei und jetzt hat er wieder seine Gärtnereitätigkeit hier im Garten. Setzlinge kaufen und Bäume und Büsche und alles, was man halt so einpflanzt. Ja, und das hat ihm dann alles letztendlich der Rest gegeben. Der Bus ist jetzt wieder so am Arsch, wie da, wo ich ihn gekauft habe, vor 6 Jahren. Durchs Hausbauer schwer Mitleidenschaft gezogen wurde. Naja. Wie es halt so ist, wenn man Haus baut, kann man Haus bauen und sich um nichts anderes kümmern. Deswegen hat sich um den Bus auch keiner kümmert.
er ist schwer runtergekommen und wie runtergekommen er ist und was kaputt ist, das wird er da jetzt sehen in einer kleinen Walkaround-Bestandsaufnahme. Und dann wird er irgendwann noch sehen, wie das Ganze wieder Richtung schön gemacht wird. Servus zur Bestandsaufnahme. Fangen wir direkt mal hier vorne an mit kaputten Stoßdämpfer. Durch die viele Überladung während der Hausbauzeit hat es die Stoßdämpfer komplett zerstört. Das sind aber auch schon die zweite Seite her. Ja, dann geht es hier weiter mit viel Rost. Bin dann blöderweise, nachdem wir damals restauriert haben, 2 Winter gefahren. Durch das, dass der halt so tief ist, arbeitet die T3-typische Falze so zueinander so arg. Wenn da noch solche Salzwasserbrühe da reinläuft, gar nicht gut. Werden wir auf jeden Fall nicht mehr machen, nachdem wir jetzt dann fertig sind. Das heißt, viel entrosten. Der Großteil ist zum Glück nur Flugrost. Also ich denke, schweißen müssen wir nichts. Hinter haben wir das Problem, dass ich, ja, viele T3-Fahrer werden das kennen, dass man da durchaus überschätzt, sich unterschätzt und rückwärts irgendwo drauf donnert. Bin auf einen Baucontainer gefahren, bin auf eine Wurzel gefahren, bin auf eine Hauswand gefahren und bin auf einen Geländer gefahren. Also hinten ist ein bisschen viel verkniesknattelt, muss man gerade biegen. Dann geht es hier vorne noch weiter, auch mit was geradbiegtechnischem. Zum Abschluss ist eigentlich da noch ein Reh vorne reingerannt. Ja, gerade an dem Auto, das keine Stoßstange hat, die man wegschrauben kann. Das heißt, das ganze Eck ist krumm. Das Frontblech haben wir schon neu. Damit können wir dann endlich einmal den Rost in der Falz hier beseitigen, weil den haben wir echt nicht rausgebracht mit Blankmacher. Das kommt immer wieder. Deswegen Frontblech erneuern. Ja, und dann habe ich mal meine Freundin von der Autobahn geschoben. Ihren 124er ist einfach liegen geblieben. Deshalb sind die Grills am Arsch. Die Stoßstange ist krumm. Ach, viel krumm. Viel hat das Auto gelitten. Aber das wollen wir jetzt ändern.